Servus Leute, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall. Ich habe mein Kabuto ein bisschen trainiert jetzt, und zwar ist es jetzt auf Level 15 und kann die Attacke Tackle. Hat es mit Level 15 gelernt. Außerdem habe ich eine gute Nachricht, und zwar können wir jetzt wieder etwas machen, und zwar... Wir können wieder speeden, yay! Ich habe meine Tastatur gefixt. Meine Tastatur war schlicht und einfach kaputt, deswegen konnte ich für eine bestimmte Zeit jetzt nicht mehr speeden. Aber jetzt geht die Speed-Taste jetzt wieder, yay! Ich bin so glücklich. So, ich würde sagen, wenn wir schon hier sind, Kesselberg. Gut, früher, wo ich klein war, da bin ich mal hier reingegangen und habe nicht gewusst, wie es weitergeht. Aber dann bin ich mal hier reingegangen und dann musste ich feststellen, dass es hier eine versteckte Höhle gibt. Ja, ganz einfach. So, und hier gibt es auch wieder ein paar Trainer. Hier zum Beispiel ist einer. Heute verliere ich gewiss nicht. Ja, doch, ich glaube schon. Der müsste Nidoking und Nidoqueen, glaube ich, haben, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, Tatsache. Level 16, glaube ich, ne? Ah, Level 17, okay. Kapodor! Na los, Kapodor, du schaffst es! Tackle! Kein Ding, du schaffst es! Oh, es hat die Attacke sogar überlebt, nicht schlecht. Oh mein Gott, das hat so viel abgezogen, ich wechsle zu Wuin, genau. Jetzt können wir ja gleichzeitig unsere schwachen Pokémon ein bisschen ausprobieren im Kampf. Übrigens muss ich zugeben, dass ich noch nie ein Wuin genau im Team hatte. Ich bin gespannt, wie es sich so schlagen wird im Let's Play. Das ist wieder so ein geheimes Pokémon wie im Rubin Let's Play unser Ninja Tom. Also ich würde sagen, solange wir Konter einsetzen, kriegt Nidoking die doppelte Packung ab. Mensch, das nervt mich jetzt, dass... Ja, diesmal hat es mehr abgezogen haben, Wuin genau. Aber ich glaube, wenn wir Wuin genau ins Team haben wollen, dann müssen wir viele Tränke kaufen. Weil Wuin genau ist abhängig vom Schaden. Also Wuin genau kann nur dann angreifen, wenn es Schaden bekommen hat. Und daher wäre es gar nicht so dumm, wenn wir uns regelmäßig Tränke für Wuin genau kaufen würden. Also muss man auch sagen, dass Wuin genau ein ziemlich teures Pokémon ist. Aber egal, das ist halt unser neues Pokémon im Let's Play. Und ihr seht, es hat ganz alleine dieses Nidoking gekillt. Na gut, Kapodor hat es ein bisschen geschwächt zuvor, aber egal. So, jetzt wechsle ich wieder zu Kapodor, damit Kapodor ein bisschen leveln kann. Nidoking! Queen. So, jetzt würde ich glaube ich... Ich glaube nicht, dass Wuin genau den Angriff von Nidoqueen überleben wird, aber ich wechsle es mal trotzdem und schaue nach, ob es klappt. Ja, weil Nido... Ja, unser Wuin genau ist kurz vom Level ab, sehe ich gerade. So, und jetzt wechsle ich es wieder aus, und zwar... Was ist denn gut gegen Nidoqueen? Boden und Psycho, ne? Aber wir haben keinen Psycho und keinen Bodentyp. Nehmen wir mal Gift Alpollo, komm her. Nidoqueen greift ja auch mit Gift-Attacken an. Giftschall zum Beispiel ist eine Attacke. Und der Doppelkick funktioniert nicht, weil Alpollo ein Geist-Pokémon ist. So, jetzt Hypnose mal. Nidoqueen könnte die Attacke Erdbeben beherrschen per TM, aber ich glaube kaum, dass es die Attacke TM, dass es Erdbeben per TM gelernt hat. Daher kann unser Alpollo nicht von dem Nidoqueen verletzt werden. Ja, und das war's auch schon. Ganz einfach. So killt man ein Nidoking und ein Nidoqueen. Die beiden Pokémon entwickeln sich aus Mondsteinen, für die es nicht wissen. Aber ich glaube, das ist nur ein Bruchteil von denen ist, die es nicht wissen. Die zuschauen, ne? So, ich habe gegen ein Kind verloren. Wen nennst du ihr Kind? Ich bin fast 20 Jahre alt. Also nenn mich nicht Kind, du Arsch. So. Und ich spiele immer noch Pokémon. Unglaublich. Aber es ist ja auch eine schöne Serie, Pokémon. Ah. Jetzt schon wieder. Welches Pokémon nervt mich denn jetzt schon wieder? Macholo, was möchtest du von mir? Möchtest du Dresche von meinem Kapodor? Ich glaube, mein Kapodor bekommt eher Dresche als... egal. Macholo kann uns Alpollo nicht treffen, daher wechsle ich zu Alpollo. Ja, ihr seht, es kann uns Alpollo nicht treffen. Auch, das ist auch wieder ein großer Vorteil an Geister-Pokémon.
Die sind immun gegen zwei Elementtypen, nämlich Kampf und Normal. So, hier geht's nicht weiter. Schade eigentlich. Na gut, das war's auch schon für das erste für den Kesselberg. Wir könnten theoretisch später noch weiterlaufen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so die Lust darauf. Und denn hier geht's auch weiter. So. Hier sind ein paar Trainer. Hier kommen wir zurück nach Teak City. Hier ist ein Angler. Ich würde sagen, wir surfen hier mal. Hier ist ein Item. Es ist ein Supertrank. Hurra! Gut, und hier ist nichts. Da sind ein paar Sträucher da unten. Da brauchen wir aber Zerschneider dafür. Und wir haben momentan Zerschneider nicht parat. Hier geht's wieder in den Kesselberg. Oh je, hier sieht das Ganze schon ein bisschen kompliziert aus. Ich glaube, hier könnten wir wirklich in die Höhle reinkommen. Aber zunächst möchte ich ja den EP-Teiler holen, damit wir unsere Pokémon leichter trainieren können. Vielleicht kommen wir dann, gehen wir dann später rein. Da können wir unsere Pokémon hier im Kesselberg ein wenig trainieren. Aber fürs Erste lassen wir den Kesselberg noch. Die Trainer lassen wir auch fürs Erste. Ich ignoriere jetzt einfach mal alles, was es hier gibt. Inklusive Trainer, ja, mache ich normalerweise ja nicht im Let's Play, aber ich möchte diesen EP-Teiler haben für unsere Pokémon. Und vielleicht gehe ich ja dann auch regulär nach Osten. Mal schauen. Aber zunächst holen wir uns die rote Haut. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht von den Trainern erwischt werde, wenn ich mich vorbeischleiche. Rittern! Ich würde sagen, ich nutze gleich die neue Funktion der Speed-Taste. Was heißt hier neu? Die hatten wir ja schon bereits im anderen Let's Plays gehabt. Was mit hier? Oh! Oh Gott, der ist da. Denke ich, es wird schwer, jetzt da vorbei zu kommen. Oh Gott, der Trainer hat einen Dick da. Ich stelle dir das mal in Real Life vor, der dreht sich hin und her. Wird dir nicht schwindelig? Hallo? Die muss doch schwindelig werden, oder? Oh Gott, der will mich doch trollen. Hör auf! Hör auf! Gut, danke! Ha! Gut, ich glaube, hier ist keiner mehr. Und wir sind in Magaronia City. Und hier ist die Eisarena, da kommen wir aber noch nicht rein. Möchte ich ja eh noch nicht. Starterkundung lassen wir auch fürs Erste. Wir tun jetzt einfach mal so, als wären wir gar nicht hier. Ich ignoriere jetzt auch alles, was sich hier befindet. Das schauen wir uns ein anderes Mal an. Zunächst möchte ich ja die rote Haut holen. Dazu müssen wir zum See des Zorns gelangen. Und zwar müssen wir zunächst hier nach oben. Route 43. Ich zeige es euch schnell auf der Karte. Wir sind jetzt genau hier. Hier ist der See des Zorns, direkt vor unserer Nase quasi, wenn man so haben möchte. Jetzt muss ich auf Trainer aufpassen. Ich glaube, das ist ein Trainer, daher den meine ich besser. So, gehen wir einfach mal durchs schöne Gras. Und das taucht hier auf. Porenza, oha. Dieses Pokémon ist in der ersten Generation nicht wild aufgetaucht. So was aber auch. Also wenn ihr in der ersten Generation ein Porenza haben wollt, dann könnt ihr es tauschen. Also im Spiel kann man es ja gegen ein Habitat tauschen, so ein Porenta, von einer Person in Orania City. oder ihr könnt euch hier einen Kristall fangen und es dann per Zeitkapsel in die in die erste Generation übertragen. Das geht auch. Ihr müsst halt darauf achten, wenn ihr die Zeitmaschine verwendet, dass Porenta keine Attacke der zweiten Generation beherrscht. Ansonsten kann man das Pokémon nicht tauschen. Jetzt komm schon, hör auf mit deinen Sandwirbel da rum zu sandwirbeln. Das geht mir sowas von auf den Senkel. Hallo? Was habe ich gesagt? Hör auf, mein Evoli voll zu sandieren. Neues Wort, sandieren. So, oh Gott. Oh, Träne vor unserer Nase. Gut, dass der nicht so eine weite Schaudistanz hat. Okay, wir schleichen uns ganz vorsichtig an die Schlampe vorbei. Verdammt, ein wildes Pokémon schon wieder. Noch ein Porenta, also entweder haben wir jetzt schweinemäßiges Glück, was den Pokémon angeht, oder es tauchen hier sehr viele Porentas auf.
Und unser Kabuto hat fast Level 16. Das geht schneller, als ich gedacht habe. Also gut, trainieren wir Igla mal ein bisschen. Igla steht auch vor kurzem Level ab, weil ich es verwendet habe, um das Kabuto ein bisschen zu trainieren. So, Walzer-Attacke. Ah, fast Monten-Kill, aber egal. Und jetzt stirbst du. Du bist totgewalzt, Porenta. So, das müsste ein Level-Up geben für Igla, oder? Ja, für Carpador ist es schon mal ein Level-Up und auch für Igla. Lernst du jetzt vielleicht Flammenrad? Okay, Flammenrad lernst du noch nicht. Schade eigentlich. Weil ich... Das wäre eine gute Alternative zu Blut. Oh Gott. Schon wieder einer, der so epileptisch an rumschaut. Hör auf! Danke. Hey, das funktioniert. Ich glaube, wenn ich hör auf sage, dann funktioniert es. Lol. Oh Gott. Wieso? Wieso, weshalb, warum? Wieso tauchst du hier nur auf, Wieso? Oh, okay. Ich wechsle wieder zu Iglava, damit wir unsere... Ich glaube, das spiele ich jetzt ein bisschen. Ich glaube, das ist eher uninteressant, diese kleinen Pokémon da, die auftauchen. So, an dem können wir leicht vorbei. Und zwar so. Oh Gott, hier müssen wir quasi vorbei. Der ist gar nicht... Der hat auch gar nicht so eine weite Schaudistanz. Okay. Route 43. See des Zorns. Maga... Mahagore... Maga... Mahagore... Nommel. 1, 2... Mahagonia City. Oh Gott. Ich sag immer Mahagonia City mit G, aber das heißt Mahaga. Oh, egal. So, hier ist der See des Zorns auf jeden Fall. Und was befindet sich dort? Oh, was ist denn das denn? Was ist denn das für ein Pokémon? Ich glaube, ich mach mal ein Safe State. Nur so zum Spaß. So. Und jetzt, los geht's! Also wenn das ein Shiny ist, fress ich einen Besen. Okay, es ist ein Shiny. Lol. Und es ist Level 30. Oh Gott, ein harter Gegner, harter Gegner. Ich möchte dieses Gyarados nicht ins Team haben, weil ich nicht so auf rote Gyarados stehe, ehrlich gesagt. Ich finde die blauen Gyarados sehen viel cooler aus als rote, daher, ja, nehme ich lieber ein natürliches Carpador im Team, anstelle von diesem roten Gyarados da. Und es ist auch ein bisschen, ja, ich würde sagen, sowas ist für Anfänger, wenn man, ehrlich gesagt, ich finde es, das machen nur Anfänger, die das rote Gyarados ins Team nehmen. Das ist ja keine Herausforderung, das ist ja schon stark genug, also, das ist doch keine Herausforderung, wenn man da einfach diese rote Gyarados fängt. Ich fange mir lieber ein blaues Gyarados, das ist viel, viel, ja, ich sag mal cooler. Weil dieses rote Gyarados, das, in wie vielen Let's Plays gibt es, ist es wahrscheinlich im Team, also das ist alles so ein Mainstream, dieses rote Gyarados ins Team zu holen, daher hebe ich mich von der Masse ab und hole mir ein blaues Gyarados ins Team statt ein rotes. Nach ausgerechnet jetzt greift er mit seinem physischen Attacke an, genau. Genau, kill ich mein Willen, genau, genau, genau. Ich fange jetzt schon an, dich zu mögen. Danke, Gyarados. Nein, nicht Evil, ich wollte Apollo nehmen. Ich wollte schon Apfel sagen. Ich wollte Apfel sagen. Okay, Apfel, los geht's. Hey, Apple. Ach, Fuchter funktioniert nicht gegen Geistertypen. Pech gehabt. Jetzt wirst du erstmal ein kleines Siegerchen machen, zur Beruhigung, damit dein Fuchter mal ein bisschen aussetzen kann. So. So, und jetzt spuck ich dich ein bisschen voll. Mit ein paar Rotzbällen ins Gesicht. Okay, und jetzt nochmal Apollo. Rotzballattacke. Gut, dass es nicht seine Spezialverteidigung sind. Ansonsten habe ich die Befürchtung, dass wir ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen. Weil momentan zieht der Spukball genau gleich viele KP ab. Hier ist kein Volltreffer. Gut, sehr schön. So, und jetzt würde ich sagen, wir können super fangen, aber ich glaube, die Fangrate bei Gyarados ist ziemlich hoch. Oder ziemlich gering. Ja, gering. Die geringe, die Fangrate ist zu schwieriger zu fangen. Oh Gott, wir haben nur 16 Bälle insgesamt, verdammt. Oh, Superball! Drück mir die Daumen! 1, 2, verdammt! Jetzt wacht's auf, oder? Nee, doch nicht, okay. Gut, dann schlaf ruhig weiter. Nachmittagsschläfchen. Im Pokémon-Kristall.
Und nochmal Superball. Eins. Verdammt. Fast hätte es geklappt. Ja, was heißt hiermit geklappt? Es hat gar nichts geklappt. Selbst verletzen. Ja, super. Gut, aber jetzt... Oh, Junge, Junge. Ich dachte, du stirbst jetzt. Ey, jetzt geh schnell schlafen, bevor du dich selbst killst, ja? Suizid. So, betäuben, bevor sie sich selber mit Suizid killt. So, also wenn das jetzt nicht super geschwächt ist, das weiß ich auch nicht. Jetzt Superball. Ich glaube, die Fangrate müsste sich jetzt auf 10 erhöhen. Oder müsste jetzt 10 betragen. 1, 2, verdammt. Okay, ich kann keine Mathe. Und ich kann nicht, ich kann keine Fangraten berechnen. Das wäre eigentlich cool, wenn ich das könnte. Und nochmal Superball auf Garados. Ich glaube, die Fangrate bei Garados beträgt 5 oder so, keine Ahnung. Verdammt! Okay, sag mal 7, weil ich hätte es fast gefangen. Jetzt haben wir nur noch Superbälle, Pokebälle meine ich. Ja, genau. Oh Gott, jetzt ist die Fangrate noch niedriger. Wahrscheinlich bricht der Pokéball jetzt sofort auf, oder? Ja, nicht ganz. Schlaf, mein gar kleines Garados, schlaf. Der Vater holt ein Schaf und schlachtet ihn, keine Ahnung. Ah, verdammt nochmal, ich kann das Lied nicht mehr. Also jetzt, ich glaube, das ist jetzt die letzte Runde, wo es pennt. Ansonsten wird es sich wahrscheinlich selbst verletzen, wie ich mein Glück kenne. Pokéball, der muss jetzt drin sein. Nein. Oh je, das sieht sehr schlecht aus jetzt, Okay, es killt sich selber. Aber ich möchte dieses Garados fangen. Man sollte Shinies nie killen und wenn ich das jetzt im Let's Play kille, bin ich ein schlechtes Vorbild. Weil ich ein Shiny gekillt habe. Das sollte man niemals machen, Shinies töten. Shinies sind heilig. So wie das Jesuskreuz in der Kirche oder den Wandteppich in Moschee. Keine Ahnung, ich bin kein Islamist. Ich meine kein, sorry, ich bin kein Muslime. Ja. Okay, was mache ich denn jetzt? Na los, wohin genau? Ich gebe dir noch eine Chance. Ich will diese rote Haut haben. Ich glaube, das ist wieder dasselbe wie vorhin, oder? Vorhin hat es auch Drachenblut eingesetzt. Eingenetzt, ja. Als wäre das eine Spinne. Los! Wohin genau? Netze dieses Karados ein! Jetzt kommt wahrscheinlich. Fuchtler oder. Ja, ist zwar. Fuck! Dumps. Und nicht gegen Psyche, war sehr effektiv. Alpollo, komm her. Alpollo kann jetzt durch Biss erwischt werden, daher. Mach ich dasselbe wie vorhin wieder. Einschläfern und dann anspucken. Spukball! Mal was ein Volltreffer, okay. Ich hoffe, es ist dieses Mal auch ein Volltreffer. Das wäre, ja, das wird knapp dann sein mit den Geschwächen. Geschwächen? Egal, Geschwächen. Ist ein neues Wort. Geschwächen. Ist eine Mischung aus Schwächen und Geschwächen. Oh Mensch. Okay, ich verliere gerade mit dem Fang des Garados. Aber wir fangen es schon. Keine Panik, wir fangen es schon. Irgendwann mal. Kann ja gar nicht so lange dauern. 30 Minuten später. Also gut, jetzt mache ich mal eine andere Taktik. Anstelle von wohin genau benutze ich jetzt Alpollo. Schläfer ist ein. Nee, Quatsch, das funktioniert denn nicht. Ja doch, das funktioniert schon. Nein, das funktioniert nicht. Was rede ich da für eine Kacke? Phase 1, Kevin Hale Bullshit. Okay, jetzt Spookball. Ich glaube, dieses Mal hat dieses Garados eine Höhe Spezialverteidigung. Ist es ein Deutsch? Ist es Deutsch? Oh Gott, wenn meine Deutschlehrerin das sieht, ey, die wird mich umbringen. Eine höhere Spezialverteidigung. Moment, passt sogar.
Egal. Oh, ganz knapp. So, und jetzt bleibst du in diesem Ball drin, Garados. Achtung, Superball. So, jetzt Daumen drücken. 1, 2, 3. Gotcha! Haha, Garados wurde gefangen. Shinies sollte man immer fangen. Egal welches Pokémon es ist, es sollte man echt immer fangen. Es taucht auf, wenn es eine weltweite Krise gibt und brennt jeden Ort nieder, den es passiert. Garados grausam. Größe 6,50 Meter. Ist ungefähr so groß wie eine Straßenlaterne? Keine Ahnung. Gewicht 235 Kilogramm. So, ein rotes Garados. Juhu. Und jetzt haben wir das Item rote Haut bekommen. Yippie, yippie. Wer ist denn da jetzt aufgetaucht? Hallo, Cape-Junge. Ich gehe besser. Den sprechen wir erst später an. Oh Gott, wieder diese Trainer. Jetzt müssen wir wieder auf Trainer aufpassen. Achtung, Achtung. Passen Sie auf Trainer auf. Es kann passieren, dass Sie sich dann in einem Kampf verwickeln, wenn Sie angesprochen werden. Daher sollten Sie auf wachsame Trainer aufpassen. So, jetzt surfe ich hier lieber durch dieses... durch diesen kleinen See da, whatever. Jetzt laufen wir zurück nach Osten. Quatsch, nach Westen. Verdammt, ich mit meinen Himmelsrichtungen fail hier am laufenden Band. Okay, hier sind wieder... Ach nee, nicht der schon wieder. Hast du jetzt nicht aufgehört? Okay, stillgestanden. Es funktioniert. Es funktioniert nochmal. Cool. Verdammt, aber nicht gegen wilde Pokémon. Tschüss. So, jetzt surfe ich da drüber. Ach, leckt mich am Arsch. Ihr wilden Pokémon. Gut, dass ich jetzt die Speed-Taste habe. Hallo. Hallo, Filino. Guten Tag, Wächter. Was hast du zu sagen? Der Kesselberg ist wie ein Irrgarten. Also verlaufe dich nicht. Ja, vielleicht im nächsten Part. Mal schauen. Ja, jetzt laufen wir zu der Route, wo wir die rote Haut eintauschen müssen. Dann bekommen wir den Erfahrungspunkte-Teiler. Der ist unserem Pokémon gestattet, unsere Erfahrungspunkte einem Pokémon aufzuteilen. Ist gut, um schwächere Pokémon zu trainieren. Warum fahre ich eigentlich nicht Fahrrad? Ich benutze das Fahrrad so selten. Fahrrad weint in meinem Inventar, wenn ich es nicht einsetze. Und es ist so eine schöne Musik, wenn ich das Fahrrad benutze. Ah, leck mich am Arsch. Taubsi Level 4. So, hier sind wir. Route 30. Der Ort, an dem wir die rote Haut eintauschen müssen. Da war Julians Block. So, und hier ist die Hütte. Wir müssen die rote Haut diesem Typen geben. Hm, diese Haut. Was ist das? Ein rotes Garados? Das ist seltsam. Ich muss es haben. Gold, möchtest du es tauschen? Ich kann dir einen Erfahrungspunkteteiler, der mir Professor euch gegeben hat, anbieten. Ja, na klar. Gold erhält Erfahrungspunkteteiler. Das Leben ist schön. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. So, und ich würde sagen, wir geben den Erfahrungspunkte-Teiler gleich unserem Carpador. Damit es sich schnell zu Garados entwickelt. So, jetzt fahren wir wieder Fahrrad. Und ein wildes Pokémon erscheint. Hurra! Raupi Level 3, genau. Selbst mein Carpador lacht sich schlapp. Was ist das? Nochmal Raupi Level 3, na komm. Nein, ich habe mich vertippt. Platscher! Nichts geschieht! Juha! Juhu! 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 Juha! Huhu! Und nochmal Angriff mit Tech
Okay, warum geht die Attacke daneben? Ey, Carpador, streichst du es oder was, weil ich dir nur Erfahrungspunkte-Teile gegeben hab, ey. Na los, Tackle. Ah, fast ein One-Hit-Kill. Ah, das wäre geil gewesen, wenn Carpador einen One-Hit-Kill verteilt. Und nochmal. Das hast du ausgeraubt, Pete. Gut, jetzt gehen wir wieder zurück nach Teak City und gehen dieses Mal nach Osten. Ey, nach Westen, verdammt nochmal. Nach Westen. Ich mit meinem Osten. Ja, ich komme aus der DDR. Ich muss immer nach Osten gehen. Genauso wie dieses Raupi Level 4. So, wir sind gleich da. Sind wir in Route 36. Jetzt sind wir auf Route 37. Hurra, ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren soll. Juhu. und jetzt sind wir in Teak City. Juhu. Schnell Pokémon heilen. Ach, wie schön. Ich liebe die Speed-Taste. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Westen. So. Und die Musik ist eine der geilsten Musik ever in Pokémon, muss ich sagen. Wo sagtest du, kommst du her? Neuburg hier. Professor Lindwort dort, nicht wahr? Du hast einen langen Weg auf dich genommen, um hierher zu gelangen. Ja, das stimmt. Gut, jetzt sind wir auf Route 38. Schauen wir schnell einen Blick auf unsere Map. Sind wir hier? Nur zum Vergleich, Neuburg hier befindet sich hier. Und der See des Torns, an dem wir gerade waren, hier. Gut, jetzt machen wir uns auf den Weg nach Oliviana City. Und danach auf den Weg nach Anemonia City. Dort befinden sich zwei Orden hier in diesen zwei Städten. Haben wir das erledigt, können wir gleich unseren siebten Orden hier in Macaronia City holen. Natürlich gibt es wieder viele Trainer, hier ist sogar eine Wasserroute. Da haben wir jetzt einige Arbeit in den nächsten paar Parts vor. Gut, aber ich würde sagen, im nächsten Part machen wir uns auf den Weg nach Oliviana City. Vielleicht erreichen wir die Stadt im nächsten Part sogar noch. Mal schauen, also ich beende den Part jetzt an der Stelle und dann geht das Abenteuer im nächsten Part weiter. Nach diesen kleinen, ja, ich würde jetzt mal sagen, Kleinigkeiten, um unser Team ein bisschen aufzubauen oder zu stärken, können wir jetzt im nächsten Part endlich weitermachen. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Part. Ciao!